Ostertorte von Henriette Davidis. Zuerst müssen einmal die Pistazien gehackt werden und das Zitronat. Ich habe mich allerdings für Arancini entschieden, die mag ich lieber. Butter und den Zucker schaumig rühren und wenn es hell schaumig gerührt ist, dann einzeln die Torte einrühren. Die Zitronenschale auch nicht vergessen, dann noch den Schnee schlagen und dann das Mehl zur Butter- und Zuckermasse rühren. Den Rest vom Mehl habe ich dann nicht mehr eingerührt, sondern gemeinsam mit dem Schnee untergehoben, weil die Masse schon so fest war. Da habe ich mir gedacht, sonst habe ich dann Probleme damit. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Dann kann man auch schon die Masse in die ausgebutterte Form geben. Es werden zwei Torte verrührt. Dann kommen die Pistazien, die Mandeln, Arancini oder Zitronat. Das erinnert mich ein bisschen an Bienenstich oder Nusseck. Und ein bisschen habe ich Angst gehabt, dass es vielleicht nach Ei schmecken könnte, aber das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Dann muss man diesen Nussbrei verteilen auf dem Kuchen und dann kann man es auch schon im Rohr backen, 160 Grad eine Stunde. Als nächstes auf dem Gitter auskühlen lassen. Und dann kommt auch schon die Sache mit dem Blumenkranz. Ich habe hier Blumen gekauft im Blumengeschäft. Wer keine Speiseblüten verwendet, muss darauf achten, dass die Lebensmittel nicht den Blumentischschmuck berühren. So, jetzt werden die Eier angeordnet um den Kuchen. Und am Schluss wird das kleine Häschen auf den Kuchen gestellt. Ja, und dann kann man auch schon ein Stück abschneiden. Und man sieht, es hat eine dünne Nussschichte, die tatsächlich auch sehr gut schmeckt. Der Kuchen ist natürlich sehr schlicht, also aus heutiger Sicht würde ich hier nicht von einer Torte sprechen. Vielleicht kann man ein bisschen, man könnte mit einer Creme oder einer Soße das vielleicht ein bisschen aufpeppen. Und das ist die Nussschichte. Die ist ziemlich gut. Auf das Rezept bin ich in einem Video des Historischen Museums Bielefeld gestoßen. Ich verlinke es unten in der Beschreibung.